Seit einiger Zeit gibt es so eine Redensart, die ich gar nicht gut leiden kann. Und zwar meine ich damit den inflationären Gebrauch des Wortes einmal. Also früher sagte man beim Zahnarzt, Herr Westerheide, bitte nehmen Sie Platz auf dem Behandlungsstuhl. Und heute heißt es einmal in Zimmer 3 bitte, einmal hinsetzen bitte, einmal die Brille abnehmen bitte. Und im Restaurant heißt es nicht, bitte sehr, hier ist Ihr Essen, sondern heißt es einmal das Hirschragout. Müsste man darauf achten, ständig wie dieses einmal festhalten bitte, einmal die Tür aufmachen bitte. Ich finde das blöd, wusste aber bisher gar nicht, warum ich das eigentlich blöd fand. Ich komme der Sache jetzt so auf die Spur, weil ich noch was Zweites beobachtet habe. Das Zweite ist dieser neuerdings, dieser inflationäre Gebrauch der Worte, der beiden Worte für Sie. Also früher sagte man, ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag. Heute sagen die an der Hotelrezeption, einen schönen Tag für Sie und guten Appetit für Sie. Finde ich total doof, weil es Deutsch schon blöd klingt, aber ist ja egal, wie ich das finde. Was ich aber dahinter sehe, ist, dass es irgendwie sehr unbewusst, aber der krampfhafte Versuch ist, eine persönliche Anrede zu vermeiden. Man muss nicht mehr sagen, ich wünsche Ihnen, würden Sie bitte. Man sagt nur noch einmal oder für Sie. Man braucht gar kein Verb mehr, mit dem Leute angesprochen werden. Und das macht mich schon nachdenklich. Wie kommt das? Wo kommt das her? Das ist ja nicht irgendwie die pure Bosheit der Leute, das gewöhnt man sich natürlich irgendwie so an, weil alle das machen, aber es drückt doch was aus von so einer gesellschaftlichen Stimmung, dass man kommuniziert, ohne mit Worten in eine persönliche Beziehung zu gehen. Dass man nicht sagt, nicht machen Sie bitte das, wollen wir mal so das machen, sondern man sagt, für Sie einmal bitte. Also eine distanzierte Höflichkeit, die sich davor schützt, in irgendeine Beziehung treten zu müssen. Das macht mich nachdenklich. Ich finde das für die Gesellschaft schlecht, dass man sich eben nicht darauf einlässt, wirklich auch, sei es nur an der Theke oder im Laden, einen ganz kurzen Moment des Beziehungsaufbaus zu gehen. Und es sagt sicherlich auch was über das Verhältnis der Menschen zu Gott, dass sie eben aus dieser Grundbeziehung zu Gott herausgefallen sind, dass Beziehung für sie nicht das prägende Element ihres Lebens ist. Und das wünsche ich mir bei uns anders. Ich will nicht um die Worte glauben, aber ich fände das toll, wenn wir als Christen uns nicht so reinziehen lassen in diese distanzierte Redeweise, sondern wenn wir Menschen wirklich direkt ansprechen, wenn wir ihnen ins Auge gucken, in die Augen schauen und ihnen eben direkt sagen, würden Sie bitte mitkommen, kann ich mal mit Ihnen sprechen, gehen Sie bitte auf die Seite und nicht einfach nur so distanziert abgehackt einmal auf die Seite bitte. Und das werden Menschen bemerken. Das ist eine andere Art von Umgang. Und das muss man nicht gleich zwanghaft jetzt missionarisch machen. Man muss da nicht immer gleich von Gott reden. Aber es ist schon ein Ausdruck dessen, dass wir beziehungsfähig sind, dass wir keine Angst haben vor Beziehungen. Und das ist natürlich das, was letztlich doch das Christsein im Kern ausmacht, dass wir eben in Beziehung leben und zu einem Gott gehören, der nicht gekommen ist und hat gesagt, einmal Gnade für den Herrn, einmal Umkehr bitte. Und recht schön viel Heiligung für Sie, sondern der uns eingeladen hat, der uns angesprochen hat, der uns immer wieder anspricht und sagt, mein Lieber, komm, lass uns miteinander in den nächsten Tag gehen. Das ist doch was ganz anderes als einen schönen Tag für Sie.